die aktuell vorherrschende These ist, dass der menschengewandte Klimawandel existiert, der menschengemachte Klimawandel existiert. Dass es einen Klimawandel gibt, da bin ich dabei, weil es den zu allen Zeiten gegeben hat. Allein, ich halte die Hypothese, ob der Mensch dafür verantwortlich ist, nicht für bewiesen. Bist du eine Klimaschützerin? Nein, die bin ich aus Überzeugung nicht. Also, warum? Das kann ich erklären. Also erst einmal, so wie Naturschutz selbstverständlich ist, ist für mich Ressourcenschutz selbstverständlich. Und ich glaube, dass es nicht notwendig ist, das Schreckgespenst eines menschengemachten Klimawandels an die Wand zu malen, um sich ressourcenschonend zu verhalten. Und das sage ich aus einer bewusst chemischen Perspektive. Ich kann das einem Beispiel deutlich machen. Also wir gewinnen aus der Natur viele Rohstoffe und Erdöl ist am Ende auch ein natürlicher Rohstoff, den wir unter großem Kraftaufwand auf der ganzen Welt, in Deutschland leider nicht, aber in vielen anderen Ländern, gerade im Mittleren Osten, der Natur abgewinnen. Und in diesem Rohstoff ist verflucht viel chemische Komplexität schon vorhanden. Erdöl ist der Grundstoff für vieles, was wir tragen, ob das Stoffe sind, wenn wir jetzt nicht über Baumwolle, sondern über Synthetikstoffe reden, ist der Grundbaustein für Kunststoff und Kunststoff bestimmt unser tägliches Leben. Und das sage ich als Kunststoffchemikerin und weiß, wovon ich rede, weil ich selbst mit meiner Firma damals Kunststoffe hergestellt habe. Und das grundsätzlich zu verbrennen und daraus Moleküle wie CO2 und Wasser zu machen, um es mal stark zu vereinfachen, das ist für mich schon Ressourcenverschwendung. Wir müssten es schaffen, unseren Energiebedarf für Heizung und für Fortbewegung aus Quellen zu decken, die nicht so hochkomplex sind wie das Erdöl. Also eher Sonne und Wind. Dass das noch nicht vernünftig funktioniert, weil wir nicht die notwendigen Speicherkapazitäten haben und weil die Technologien noch nicht ausgereift sind, das müssten wir uns ehrlicherweise eingestehen. Das tun wir aber nicht. Wir subventionieren momentan mit Steuergeldern und damit zulasten von Bürgern, von privaten Verbrauchern eine künstliche Energiewende, bei der wir wissenschaftlich noch nicht so weit sind. Aber Forschung in erneuerbare Energien, die halte ich für richtig, aber ich halte es für notwendig, ökonomisch notwendig, die konventionellen Energieträger wie Gas, Öl und auch notfalls Kernkraft, verbunden mit allen Risiken, nicht komplett außen vor zu lassen. Also ich bin als Wissenschaftler der Meinung, man sollte nie schwarz oder weiß denken. Das ist eine Kritik, die ich an den Grünen habe, die für mich eben utopisch und nicht realistisch ist. Und Klimaschutz, um das nur zu beenden, die aktuell vorherrschende These ist, dass der menschengewandte Klimawandel existiert, der menschengemachte Klimawandel existiert. Dass es einen Klimawandel gibt, da bin ich dabei, weil es den zu allen Zeiten gegeben hat. Allein, ich halte die Hypothese, ob der Mensch dafür verantwortlich ist, nicht für bewiesen. Und selbst wenn man Bücher von den sogenannten Klimaschützern liest, es gibt ja in Potsdam ein Klimaforschungsinstitut, dann sind sie bei einer Frage eben auch nicht entschieden. Nämlich die Frage, ob zuerst die Erwärmung da war oder erst der CO2-Anstieg. Und das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Und ich kann damit leben, diese Frage erstmal nicht zu beantworten und mich trotzdem für Ressourcenschonung einzusetzen. Das ist für mich realistische Politik und nicht zu sagen, CO2 ist an allem schuld. Weil du bist ja eine Wissenschaftlerin und irgendwie 97% der Wissenschaftler sagen doch, das ist der Klimawandel ist besonders durch die Menschen verschärft. Ja, es stimmt, dass es eine große Mehrheit gibt, die das sagen. Wenn man aber weiß, wie Grundlagenforschung funktioniert und wie sich Förderprogramme finanzieren und wie es auch in der Wissenschaft leider keine politische Unabhängigkeit gibt. Und wir wissen, dass der sogenannte Klimarat, der IPCC, eine politische Einrichtung ist, der zugibt, dass alle Modelle, die wir derzeit haben, auf Hypothesen basieren, dass wir nicht erklären können, warum das Ozonloch wieder zugegangen ist, dass also der erste große Schreckensfaktor am Klimahorizont war. Aber weil wir FCKW verboten haben, oder? Naja, aber wenn wir wissen, dass gerade die Folgeprodukte der FCKWs durchaus auch ozonschädlich sein können, dass die Prozesse, in denen diese Phänomene ablaufen, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte sind, dann bleiben da einfach verdammt viele Fragen offen. Und noch einmal, ich bin dafür, ressourcenschonend zu arbeiten, aber ich bin dagegen, den Menschen Angst zu machen. Vielleicht auch deswegen, weil das genau das ist, was man uns immer vorwirft. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.